Der Widerstand ist eindeutig sichtbar. Am Samstag versammelten sich nahe des Offenbacher Ostbahnhofs zahlreiche Menschen, um gegen den Fluglärm und Flughafenausbau zu demonstrieren. Also ich bitte Sie, eine lange Reihe drüben auf dem Gehweg zu machen, sich nebeneinander einzuordnen, sodass wir sichtbar sehen können, dass doch viele Menschen da sind. Wir haben Demonstranten befragt, weshalb sie sich entschlossen haben, eine Menschenkette zu bilden. Ich bin schon auch bei dieser Initiative dabei und ich finde es unmöglich. Wir haben sowieso schon so viel Fluglärm und auch anderen Verkehrslärm. Wenn jetzt die Nordbahn eröffnet wird, dann wird es noch schlimmer. Und für die Kinder und für Alte und so ist es gesundheitsschädlich und ja, der Lärm eben besonders. Ne? Ich bin einfach unbedingt dafür, dass wir uns da heute engagieren und da mitlaufen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also wir sind aus Frankfurt-Bonnemies hierher gekommen, weil wir seit 10.3. massiv unter Fluglärm leiden, weil die neue Anflugroute sowohl bei West- als auch bei Ostbetrieb praktisch auch über Bonnemies geht. Phasenweise fliegen sie halt direkt über unser Grundstück, über unseren Garten. Dann ist der Lärm unerträglich, manchmal im Minutentakt, auch abends nach 11 Uhr noch. Auch Parteien und Verbände reihten sich in die Menschenkette ein. Gegen 12 Uhr traten die Demonstranten auf die Straße und hielten symbolisch eine rote Karte gegen den Fluglärm in die Höhe.